Umhauen. Nee, das machen wir nicht, ne? Jetzt haben wir es gerade so gut mit ihm. Sag mal, schleicht er jetzt bis zum Rand vom Wald oder was macht er jetzt hier? Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zum nächsten Part von Kingdom Come Deliverance hier auf meinem Kanal. Und vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und vielen Dank, dass ihr inzwischen auch schon... Der wievielte Part ist das? 18. Lass mich lügen, ich glaube der 18. oder? Dass ihr schon so weit bei mir mich verfolgt sozusagen, genau. Wir sind stehen geblieben, das letzte Mal. Genau, wir müssen den Hans finden. Wir sind gestorben bei... wo wir gesehen haben, dass der entführt worden ist. Und da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Haben wir eigentlich noch Pfeile? Ne, wir haben keine mehr. Gut. Und wir müssen uns jetzt wieder auf den Weg begeben, den zu finden. Aber wir wissen natürlich, wo der ist. Der ist in dem Lager da hinten. Und ich hoffe, dass wir diesmal den Gegner den Arsch aufreißen können. Wir haben ja einen das letzte Mal geschafft gehabt. Und der letzte mit dem Bogen, der hatte so gut wie gar keine Leben mehr. Aber hat uns dann letzten Endes doch noch den Arsch aufgerissen. Oh, das regnet. Das ist richtig mühsam. Hätten wir noch ein paar Pfeile übrig, könnte ich den natürlich aus dem Hinterhalt ein bisschen auflauern. Aber das funktioniert natürlich überhaupt gar nicht jetzt gerade ohne Pfeile. Inzwischen bin ich auch wieder bei mir zu Hause. Ich war ja jetzt die letzten zwei Tage noch bei einem Kollegen gewesen. Lass mich nochmal gucken schnell. Oh, wir verlassen gerade komplett das Gebiet. wie gesagt, ich war ja die letzten zwei Tage bei einem Kollegen gewesen und habe bei ihm aufgenommen. Aber wie gesagt, heute wieder in gewohnter Umgebung. Und ja, sonst ist ja eigentlich alles tipptopp. Könnt ruhig mal aufhören zu regnen. Das macht's nicht angenehm. Und wir haben Hunger, sehe ich gerade. Aber nicht viel. Die Ausdauer ist bei uns immer noch komplett voll. Wir müssen also jetzt nicht zwingend was essen. Wir müssen nur den guten alten Hans finden. Hans hieß der doch. Doch, doch, der hieß Hans, ja. Und das ist genau das, was ich eigentlich noch damals, wo wir in Ratai gewesen waren, was ich gesagt habe. Ich wette, irgendwas passiert, dass er in Gefangenschaft gerät. Ich habe doch sowas gesagt gehabt. Und dass wir den befreien müssen, damit sich so, ja, die Beziehung zwischen uns halt ein bisschen verbessert, ne? Und uns dadurch komplett neue Wege ebnen, sozusagen. Aber ja, mal gucken, ne? Wie er auf seine Rettung reagiert. Wenn wir es dann überhaupt hinkriegen. So, jetzt sind wir wieder im richtigen Gebiet. Jetzt müssen wir den erstmal wieder finden. Also zumindest ein Pferd ist ja mal drin, oder? Dass wir hier nicht mehr alles laufen müssen, meine Freunde. Boah, wo war denn das nochmal gewesen? Jetzt stelle ich mich natürlich wieder mega dumm an. Und tut mir leid auch nochmal an der Stelle, Leute, für diejenigen, die halt wirklich die Parts verfolgen, dass das letzte Mal nur so ein kurzer Part war, aber ich musste halt wirklich dringend los. Aber ja, tut mir halt wie gesagt leid, ne? Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, ist gut. Verdammt! Tut mir leid fürs Fluchen, aber ich will den finden. Können wir nicht da ein paar Rehe da helfen? Das ist keine Bambi da hinten. Das war ziemlich am Rand gewesen. Von dem Questgebiet hier, glaube ich. Ich höre aber auch nichts. Ich dachte, dass wir den vielleicht schreien hören. Im Hintergrund ist übrigens noch Alien Isolation am Rendern. Also ich glaube, das sollte sich nicht groß auf die Performance auswirken. Nee. Ich frage mich, gibt es hier Wölfe in dem Wald? Also in dem jetzt nicht, aber ob es allgemein hier vielleicht auch Wölfe gibt bei Kingdom Come? Also, hier ist sicher mal nichts. Ich frage mich auch, ob der stirbt, wenn wir zu lange warten. Aber die haben den ja gefangen genommen. Wenn sie ihn töten wollten, hätten sie es wahrscheinlich schon längst gemacht. Ich laufe, glaube ich, einmal jetzt hier komplett um das ganze Questgebiet hier so. Einmal drumrum. Ich glaube, so mache ich das. Oh, da hinten ist was. Das könnte das sein. Ganz da hinten. Laufen wir mal dahin. Und ich sollte, glaube ich, zuallererst auf den Bogenschützen gehen diesmal. Nee, das ist nur Stein, das und das. Da sind wir vorhin lang gelaufen, scheiße. Ich sollte vielleicht diesmal zuallererst auf den Bogenschützen gehen. Als auf den Schwertkämpfer. Weil der ist relativ unbewaffnet. Und da hätten wir bessere Chancen. Da können wir angeln gehen, wenn wir eine Angel hätten. Kommen wir aber nicht. Komm mal her, du kleiner Haas. Die ist sowieso schneller als ich. Zeig mir nochmal die Map.
Nee, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen mehr im Norden hier oben gewesen. Hä, stelle ich mich jetzt echt so dumm an? Wir müssten doch den Hans schon längst rumschreien hören. Der hat das letzte Mal hier so schön die Leute... oh, wir haben ein Grab gefunden, aber keine Schaufel dabei. Der hat das letzte Mal hier so schön die Leute beleidigt. Das ist eine Fährte, meine Freunde. Sie sind hier langgelaufen. Wir müssen der Spur folgen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ich weiß, Heinrich. Hab aber leider keinen Big Mac dabei. Und ein Burger King ist ja auch nicht in der Nähe. Hä? Jetzt bin ich ja wieder komplett aus dem Questgebiet draußen. Was geht denn hier ab? Ja, steck mal das Schwert wieder weg. Muss dir die Tiere nicht erschrecken. Gucken wir nochmal. Da hinten läuft jemand. Oh, das könnten die sein. Das könnten die aber wirklich sein. Warte mal, ich will mich mal anschleichen. War das hier? Aber da ist doch einer gelaufen. Wo ist denn der jetzt hin? Ich könnte schwören, hier ist einer gelaufen. Habt ihr den auch gesehen? Oh, ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt der Magen. Sag mal, sind wir noch im Questgebiet? Ja, ja. So, ich glaube auch, dass... Oh, da ist das Lager, da ist das Lager. Perfekt. Okay. Okay, wartet schnell. Wir können mal ein bisschen schleichen hier. Der ist im Schleichen fast so schnell wie im Laufen. Doch mal den Mund. Was sind drei gewesen? Losmachen, komm. Yes! Machen wir es halt so. Ganz geil, sind wir nicht alleine. Das ist geil. Folge Herrn Hans. Heinrich. Himmel. Pass auf, wo du hingehst. Hey, geh mal los. Haben sie uns entdeckt? Nee, dass der uns da nicht sieht? Komm schon, komm schon. Hey, Michinaso. Hey, Michinaso. Ist gut, die sehen uns nicht mehr. Alles gut. Oh, der ist voller Blut. Dem haben sie wohl ganz schön die Rübe poliert. Du kannst jetzt wieder laufen. Dass die das nicht sehen, dass der da entkommen ist? Na egal, wir haben es gut hingekriegt diesmal. Sind wir halt auf Nummer sicher gegangen. Hans, ist okay. Guck mal, ich stehe. Hier, die sehen mich nicht. Guck, ich hüpfe sogar durch die Gegend. Okay, ich mach einfach mit, ne? So, für die Bruderliebe. Was? Umhauen. Nee, das machen wir nicht, ne? Jetzt haben wir es gerade so gut mit ihm. Sag mal, schleicht er jetzt bis zum Rand vom Wald oder was macht er jetzt hier? Taschendiebstahl wäre jetzt eine gute Option. Also komm, wir essen schnell was. Haben wir was dabei? Nee, haben wir natürlich nicht. Hans? Ist alles okay? Können wir mit dem reden wenigstens? Auch nicht. Ah, doch, super, sehr schön. Yes! Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon, Beeren sammeln, Wein trinken, ein Nickerchen machen. Du Verrückter! Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na, hör mal, Mistbauer! Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Verzeih her, du siehst nicht gerade edel aus. Ich komm, wir tun uns trotzdem noch weiter einschleimen bei dem. Verzeih, Herr. Bin bloß froh, dass es dir gut geht. Ich nehme dich auf den Arm, du Esel. Danke für die Rettung. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr.
Diese Kumanenschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Boah, wir sehen aber auch schlimm aus, ey. Richtig voller Dreck und Blut und Kratzer und Schürfwunden. Finde ich aber super, dass wir das jetzt hingekriegt haben. Ich hab's euch gesagt, jetzt haben wir einen besseren Draht zu dem. It's Lord Capon! Get here, everybody! You, help him! Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanus. Selbst wenn wir 10-mal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein im Reichsleben umdrehen. Du hast nach mir verlangt, Herr? Tritt ein. Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Und dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht so bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Gib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Gerade kam ein Stallbursche aus Neuhof. Er sagt, Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundete. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Vasall Smil ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anführte. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja, Herr. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu Diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer, das muss derselbe Klotz sein, der mich in Skarlitz angriff. Es kann keine 2 Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Herrn Hans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon! Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen! Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Leute, 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 wir sind wieder ein ganzes Stück weiter geworden und es wird... Und es wird langsam richtig spannend hier. Tut mir leid, ich habe gerade aufgehört zu reden, weil ich dachte, der sagt noch irgendwas. Also schwingt eure Ärsche in die Sättel. Ah, ja, doch. Beeilung! Vielleicht holen wir dieses Lumpenpack ja ein. Okay, es wird richtig spannend langsam. Ich bin halt echt gespannt, ob wir jetzt unser Schwert wieder kriegen. Und wie ich gesagt habe, wir haben ein Pferd gekriegt als Belohnung. Das ist schon mal richtig, richtig geil. Ja... Leute, es ist wirklich, wirklich cool. Okay, wo müssen wir eigentlich lang? Wobei, ich glaube, ich werde den Part jetzt langsam an der Stelle beenden. Die Kingdom Come Videos mache ich immer ein bisschen kürzer, weil
Die nehme ich mal als letztes auf. Ich glaube, ja, das Spiel hat auch eben gerade gespeichert. Das ist, glaube ich, optimal, jetzt den Part zu beenden. Also, Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt auf jeden Fall dran. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen ein, wenn es zum nächsten Part geht von Kingdom Come Deliverance. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, das Video positiv zu bewerten. Und, genau, ihr könnt mich auch gerne ein bisschen unterstützen, indem ihr die Videos ein bisschen teilt und keine Ahnung, dies, das und so macht. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten nochmal an dieser Stelle und haltet die Ohren steif. Habt einen schönen Abend, euer Nier und ciao.